Der Islam entstand in der Zeit, als das Christentum in sich zerstritten war. Islam wörtlich stammt vom arabischen Islam, was zu Deutsch Frieden heißt. Im Jahr 610 nach Christus wurden vom Engel Gabriel die Worte Gottes an Mohammed übertragen. Die gesammelten Verse bilden heute das heilige Buch der Muslime, den Koran. Der Engel Gabriel verlangte von Mohammed, die Worte Gottes an die Menschheit zu überliefern. Deshalb wird Mohammed als Prophet von Gott, dem Schöpfer der Welt, gesehen. Das Wort für Gott lautet auf Arabisch Allah. Die Verse im Koran enthalten Ausschnitte der Schöpfungsgeschichte und Zitate von Adam und Eva, Noah, Abraham, Moses und Jesus von Nazareth, was den Islam zu einer allumfassenden Weltreligion macht. Es gibt 56 muslimische Länder, darunter die Türkei. Mohammed lehrte, dass der Mensch sich nur Gott unterordnen und sein Leben nach Gottes Willen ausrichten soll. Das arabische Wort dafür heißt, Muslim sein. Deshalb hatte Mohammed keinen Nachfolger ernannt und starb im hohen Alter. Die Menschen sehnten sich dennoch nach einem Nachfolger. Es wurden Wahlen durchgeführt und der Wahlsieger war Abu Bekir. Aus seiner Nachfolge entstanden die Rechtsschulen und Universitäten der Sunniten. Sunniten sind heute 90% der Muslime. Kandidat Ali hatte die Wahlen damals zwar verloren, durfte aber dennoch als Minderheit seine Rechtsschulen aufbauen. Daraus entstanden die Schiiten. Aus Sunniten und Schiiten entstanden mit der Zeit viele weitere muslimische Religionen, Parteien und Sekten, die alle untereinander vereint bis heute in Frieden leben, auch wenn sie verschiedene Ansichten haben. Mit dem Entstehen des Islam bekam auch die Frau auf einmal Rechte und wurde von Muslimen nicht mehr als Sache gesehen. Frauen durften ihr Leben selber bestimmen und hatten ein Recht auf Erbe. Das war damals in der christlichen Welt undenkbar. Auch das Ausüben von Wissenschaft ist im Koran eine menschliche Pflicht, was die islamische Welt zu einem Vorreiter in der Forschung und Entwicklung machte. Das änderte im 20. Jahrhundert, als eine Sekte sich vom Islam abspaltet und meinte, dass ihre neue Ideologie die einzig wahre Religion sei. Diese Sekte beschuldigte die Muslime, einen falschen Weg zu gehen. Diese Gruppe verwirft alle Rechtsschulen des Islam, die sich innerhalb 1400 Jahren entwickelt hatten und interpretierte den Koran neu. Ihr Ursprung liegt in Saudi-Arabien und sie möchte die ganze islamische Welt erobern. Sie eroberten Medina und Mekka und zerstörten das Grab vom Propheten Mohammed. Um ihren Einfluss zu stoppen, wurde die Muslimbruderschaft gegründet und Atatürk kritisierte in der Türkei die Religion der Araber und stoppte die Bewegung mit der Einführung des Laizismus, der Trennung von Religion und Staat.